Bei mir wieder einmal der Rolli Eberhardt von den Galimeros. Herzlich willkommen, Rolli. Ja, danke vielmals, Werni. Und ich habe mich gefreut, dass ich hierher darf kommen, wieder einmal eben. Und bin immer gerne da, weil ich weiss, bei dir sind wir gemütlich. Mitten im Sommer. Der Sommer ist ja sowieso ein Thema für dich, oder? Es ist immer ein grosses Thema, definitiv. Das ist richtig, weil in unseren Liedern natürlich singen wir sehr oft vom Sommer. Der Sommer ist mir selber auch persönlich sehr wichtig. Ich tue dort hier sicher viel Energie tanken, natürlich auch gerne in den Süden. Und wenn ich in den Süden gehe, fallen mir auch die Geschichten wieder ein, wo wir nachher davon singen. Dann sprudelt es wahrscheinlich nur so. Also ich weiss nicht, wie viele Hunderte oder fast über Tausende von Titeln schon geschrieben hast in dieser Zeit. Ja, ich habe über 1000 Titel komponiert in der Zwischenzeit und es ist eine unglaubliche Freude, die ich nach wie vor habe, wenn ich ein neues Lied machen kann. Das ist das Wichtigste für mich, da lebe ich richtig auf. Wenn es dann so entsteht, zuerst die Idee natürlich, ganz sicher von der Headline ist ganz wichtig auf einmal. Dann weiss ich genau, was ich schreiben will. Die Geschichte ist im Kopf für mich dann schon passiert. Aber ich muss natürlich nachher mir richtig viel Zeit nehmen, für den Text entsprechend noch zu machen. Dann schlussendlich Musik dazu komponieren und dann produziere ich das als Vorproduktion bei mir in meinem Studio. Und wenn man dann auch langsam hört, wie das klingt und dann noch der Gesang dazu kommt, ist das immer eine unglaubliche Freude, wenn so ein neues Werk entsteht. Was nimmst du denn mit, wenn du jetzt im Süden die Idee hast? Hast du musikalisch hast du ein Keyboard dabei? Hast du irgendetwas Kleines dabei? Ein Maulorgel oder weiss ich was, eine Gitarre? Lustigerweise brauche ich gar nichts. Also wenn mir etwas einfällt, die Melodie, die will man auch in der Regel eigentlich nicht mehr so schnell zum Kopf aus. Nehme aber natürlich das Handy, singe das drauf, so baue ich das Gefühl, habe ich etwas Gutes mir einfallen, singe das sofort aufs Handy und fange dann möglicherweise auch mit dem Text an und dem Handy wieder im Schreiben. Das kann also überall auf der Welt sein. Und nehme es dann heim zu und wenn ich dann sage, so, jetzt habe ich wieder Zeit, einen neuen Titel zu machen, schaue ich von denen, die ich aktuell im Handy habe, was spricht mir im Moment am meisten an. Und hocke natürlich das Klavier nachher und nehme auch Gitarre dazu und singe mal dazu und höre, wie klingt das. Das ist so der erste Schritt. Und wenn ich mich dann entschieden habe, wie ich es genau habe, tue ich natürlich selbstverständlich das Musikprogramm auf dem Computer und dann fange ich alles an, rein komponieren. Aber du machst quasi alles aus dem Bauch, aus dem Herz raus, einfach, wo es dir Freude macht. Definitiv, ganz genau so ist es. Aus dem Herzen weil ich irgendwie im Kopf drin habe, was ich genau machen will, fällt mir das so relativ leicht. Also ich brauche da dann eben nicht irgendwie noch ein Instrument oder irgendetwas. Klar, es wäre manchmal gäbig, man könnte heute ein bisschen, da hat man aber immer auch im Handy auch noch das Klavier, wie wir heute wissen, wo tatsächlich auch tönt. Aber nein, ich brauche es nicht. Also mir reicht es, wenn ich das im Kopf mir kann zweckstricken kann, das Lied, dann kommt es genau so schlussendlich raus, wie ich das haben will. Das fällt mir eigentlich alles relativ leicht. Jetzt sind wir ein neues Album draussen und natürlich geht es wieder um die Sehnsucht, um den Süden, ums Meer. Aloha, tönt ja schon einfach ein bisschen so. Nach Ferien, einfach toll, schön haben. Das ist ja das Ziel. Also wir wollen eigentlich den Leuten möglichst Freude machen, mit das immer auf diese Art gemacht. Wir wollen Lieder machen von Träumen, die wir haben. Wir alle zusammen Träume auf der Welt in unserem Leben. Ohne Träume läuft nichts. Die sind ganz, ganz wichtig, finde ich. Wir haben gerne Sonne, wir haben gerne Freundschaften, wir haben die Liebe gerne. Um das herum dreht sich das. Und wir sind eigentlich sehr stolz, dass wir über das können singen und dass das die Leute auch gerne eben von uns hören wollen. Jetzt sind wir ja vor allem auch jetzt in Deutschland voll dran. Also, ich hätte eigentlich du hast ja vielleicht vor 10 Jahren, als du mal bei mir warst, gesagt, ja, probiere es mal in Deutschland. Aber das hat es nicht getan. Und jetzt hat es relativ einen Klapp gemacht vor ein paar Jahren. Und Galimeros gehören zu den Grossen auch in Deutschland. Ja, ich habe es natürlich auch niemals erwartet und ich bin sehr, sehr glücklich, dass das heute so ist. Wir haben im letzten Jahr eine Tournee gestartet, wir haben hier rund 60 Termine gemacht, eine gemischte Tour mit dem Gigi Anderson und anderen zusammen und dann haben wir bereits dann angefangen, eine eigene Solotour zu machen im Mai heuer. Und die geht dann im Herbst weiter und das ist für mich also unglaublich, dass wir als kleine Schweizer Band eigentlich eine Solotour in Deutschland machen. Also die Leute, wenn dann die Leute dann nicht kommen, wissen wir, es ist wegen uns. Bei einer gemischten Tour kann man immer noch sagen, ja, vielleicht sind sie jetzt wegen dem oder wegen dem gekommen oder nicht gekommen. Und darum eine Solotour, das bedeutet sehr viel. Und dass wir das jetzt machen dürfen, ist eine grosse Ehre.
jetzt hast oder habt ihr auch geschrieben. Jetzt sind nicht nur, wir machen nicht nur Musik, sondern es gibt auch ein Buch. Mm-hmm, ja, ja, das ist ja so. In diesem Buch ist eigentlich die Geschichte 40 Jahre Calimeros verpackt. Ein Freund von mir ist an mich zuhergekommen und gesagt, oh, ich würde gerne etwas mal schreiben. Eigentlich im kleineren Rahmen. Und ich habe zu ihm gesagt, ich würde eigentlich gerne mal ein Buch schreiben über uns. Er hat gesagt, also, weißt du, wir hocken unseren Tisch und wir fangen an. Hat mich dann interviewt über ungefähr 9 Jahre. Immer wieder interviewt, auch andere Leute interviewt, hat das alles zu Boden geschrieben und schlussendlich ist das Buch entstanden, wo auch schöne Bilder drin sind aus alten Zeiten, aus neuen Zeiten. Die ganze Diskografie ist drin, man kann alles nachlesen, was es überhaupt gibt. Es ist eine richtig, richtig gute Sache und ich habe Freude, dass es da ist. Das ist eine ganz lustige Sache. Zum Beispiel, wir haben vorhin auch ein bisschen reingeschaut, euren ESP-Bus. Ja, das ist lustig. So ein kleines Auto war das, ein kleiner Bus natürlich, den man selber hat beschriftet mit Klebebuchstaben und so weiter, weil wir natürlich niemals erwartet haben und erhofft haben, dass wir mal ernsthaft auf der Bühne sein können, sondern es war nur zum Spass gewesen, für uns ein bisschen Musik machen. Und wenn man mal von A nach B muss fahren, hat man ein Bösschen gebraucht. Darum haben wir so einen kleinen, einfachen Bus gesucht und ich auch geschmunzelt, als ich vorher gesehen habe, wie wir den Weg gemacht und angeschrieben. Wir sind ja quasi aus einem Sportverein, aus einem Eishockey-Verein rausgewachsen. Hat er gerne ein Bild, wo er Eishockey spielt? Tatsächlich, ich bin noch drauf als Hockeyspieler, genau. Das habe ich gesagt, das muss ich unbedingt auch noch rein tun, weil das war so ein Auslöser gewesen, natürlich, weil wir am Sportabend von uns dann, habe ich das Gefühl gehabt, wir könnten mal ein Lied vortragen, einfach mit Gitarre und Handorgel, oder Kollege und ich. Das haben wir dann gemacht und aus dem heraus ist eigentlich alles zusammen entstanden. Und darum habe ich gefunden, das ist jetzt noch ganz wichtig. Man sieht aber auch in diesem Buch neben, wie sie die ersten Aufnahmen waren im Studio, wie das dort aussah, wie wir da am Mikrofon stehen und aber auch von Reisen, die wir immer wieder machen und von anderen Geschichten, von verschiedenen Events, die wir auftreten sind. Alles ist ein bisschen niedergeschrieben und ich glaube, es ist eine schöne Erinnerung. Wo kommt man denn da Büchli über? Ja, im Moment am allerbesten gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder natürlich bei uns selber, bei uns Calimeros, wenn man uns dort anschreiben. Über die Homepage ist mal eine Möglichkeit, calimeros.ch. Oder jetzt, wo die neue CD rauskommt, Aloha, gibt es so eine Geschenkbox für die, die das gerne wollen. Dort ist eben CD drin, DVD und noch das Buch und noch andere Sachen auch noch. Und also die 2 Möglichkeiten bestehen im Moment und es wird dann aber jetzt daran geschafft, dass die Bücher auch in Bücherläden kommen. Da sind wir gespannt, dass es lohnt sich wirklich reinzuschnuppern. Ich habe bis jetzt nur ein bisschen reingeschnuppert, aber es ist immer, das sind so Geschichten und da habt ihr ja Hunderte oder Tausende erlebt, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen. Was sind so die Straubsten, jetzt wo du es wieder ein bisschen präsent hast? Ja, sagen wir mal, Straubi, es gibt so Sachen, wo man als Musiker einfach auch als nur Werkzeug da war auf der Bühne. Also ein Beispiel, wo wir am Nordrange gespielt haben, 2 Tage im gleichen Dancing. Das war nicht ein Wahnsinns-Dancing. Und wir haben gleich mal gemerkt, dass der Führer und Besitzer von diesem Dancing eigentlich Musikanten sind, wie gesagt, eben das Werkzeug und mehr nicht. Also wo man nach dem Spielen noch gefragt hat, wir hätten noch gerne etwas zu essen. Jetzt haben wir Hunger, jetzt haben wir 6 Stunden gespielt und so. Und da ist immer so ein Stück Brot hergeschmissen worden. So Sachen sind so ein bisschen die negativen, weniger schönen gewesen. Aber wir haben natürlich vorwiegend die schönen erlebt, wo man dann natürlich auf Hände gedreht worden ist. Nach einem Konzert mit viel Applaus, mit Blumen, mit Geschenken, die da gekommen sind. Oder wo man natürlich Goldverleihungen hatte, Platinverleihungen. Das sind auch Sachen, die man da drin erleben kann. Den Echo haben wir bis jetzt noch nicht, gell? Den Echo haben wir leider nicht. Das ist natürlich... Ich muss sagen, ich habe grosse Achtung vor allen zusammen, die so ein Echo haben, oder mehrere sogar, dass wir dort in Deutschland zum Echo kommen. Die Chance ist sicher ganz, ganz klein. Es gibt Künstler, die Jahrzehnte im höchsten Grad oben bereits unterwegs sind und dort vielleicht so ein Echo mal bekommen. Ist mir aber jetzt auch nicht wichtig. Also für mich ist wichtig, wir spielen für unsere Fans, für unser Publikum. Die stehen uns am nächsten. Das ist für uns das Wichtigste. Die zulassen im Radio, wenn ihr unsere Titel spielt, die unsere CDs kaufen, die Konzerte kommen, das sind die für uns zählen. Und wenn wir denen können in den nächsten Jahren noch viel Freude machen, ich glaube, dann haben wir schon gewonnen. Calimeros bei Radio Melodie zu Gast mit dem neuen Album Aloha. Wenn wir jetzt ein bisschen reinschauen,
es ist ähnlich wie andere Jahre? Oder hat es Sachen, die wir jetzt ein bisschen modernisiert haben? Ich glaube, wir haben eine gute Sache geschaffen. Und zwar die Fachleute, die schon reinhören können, natürlich im Vorfeld, die sagen auch, für sie sei das das beste Album, das es jemals gegeben hat. Und vielleicht aus diesem Grund, ich habe komponiert, wie immer, auf meine Art, wie ich es mache, dass die Melodie eingängig ist, dass der Text auch eingängig ist, dass ich den gleich im Kopf habe und dass er möglichst ein Text, der aus dem Leben ist, dasteht, dass es so einer dasteht. Mit Zielen, die wir im Alltag alle zusammen kennen. Das suchen wir immer. Aber wir haben es in ein modernes Kleid verpackt. Wir sind mit der Musik recht frech geworden, moderner Schlager, aber nicht übermodern, dass dann auch die älteren Leute nicht mehr hören wollen, den Schlager. Ich glaube, wir haben einen guten Mix gefunden. Galimeros sind sehr viel unterwegs. Du hast gesagt, im Herbst machen die Tour weiter, aber sind auch sonst noch etwa die, oder nach wie vor sehr häufig in der Schweiz unterwegs, nicht nur in Deutschland und Österreich. Wir sind an vielen verschiedenen Orten, gerade was uns auch noch wichtig ist, das Heidera Open Air, wo ein grossartiges Open Air ist, und da sind wir angefragt worden, ob wir Lust hätten. Machen wir natürlich sehr gerne. Das ist jetzt so etwas, aber wir haben natürlich andere Sachen. Es gibt so Wochenende, wo wir jetzt Ende Juli zum Beispiel, da sind wir am Freitag im Tirol, am Samstag am Seenachtfest in Spiez, also im Bernbiet, und am Sonntag in Querfurt in Deutschland. Also es gibt auch solche Sachen, wo wir dann wirklich grosse Distanzen heute zurücklegen, aber es gibt nach wie vor auch die gemütlichen Feste, wo man im kleineren Rahmen spielt. Uns ist alles recht. Wie machen da so weit fahren? Fahren ihr allein, fahren ihr miteinander, oder wie organisieren ihr das? Alles, was eigentlich in Deutschland ist, machen wir mit dem Flüger. Wir fliegen dorthin, wo die nächsten Auftritte am nächsten sind. Das ist sehr oft in Berlin. Das kann aber auch sein, dass wir nach Dresden fliegen oder nach Hamburg. Dort holt uns unser Fahrer ab. Wir haben dort hier einen Fahrer, der mit dem Fahrzeug kommt, wo unsere Instrumente drin sind und wo aber auch das Merchandising drin ist, also die Fanartikel. Der fährt uns dann zum Auftritt und nach dem Auftritt zum Hotel. Am anderen Morgen geht es weiter zum nächsten Auftritt. Und das sind dann meistens zwischen 3 und 10 Tagen nacheinander, wo wir das machen. Am Schluss bringt er uns wieder zum Flughafen und wir fliegen wieder in die Schweiz. Das ist eigentlich für uns eine sehr angenehme Art zum Reisen. Aber am liebsten bist du wahrscheinlich in der Schweiz oder lieber auf Mallorca? Spielen überall, wo wir den Leuten Freude machen können, spiele ich gerne. Das ist eigentlich gleich, was es ist. Und ich muss sagen, ich spiele sehr gerne in Deutschland. Das Publikum ist grossartig. Dort hier sind wir eine Art, wie soll ich sagen, fast ein bisschen Newcomer, hätte ich zuvor gesagt, in meinem höheren Alter. Dort sind wir etwas ganz Neues, das nur wenige Jahre für sie vom Gefühl her besteht. In der Schweiz bestehen wir natürlich 40 Jahre bereits, haben aber trotzdem ganz eisige Fans, die fast in jedes Konzert kommen. Es ist bei beiden Orten wirklich ganz, ganz toll, aber es gefällt mir gut, in Deutschland zu spielen. Jetzt sind wir sehr erfolgreich, eben, wie du vorhin gesagt hast, in Deutschland. Hat das vielleicht damit zu tun, dass die Flippers nicht mehr um sind und jetzt Galimeros quasi einen Teil der Flippers-Fans übernommen? Es ist nicht ganz ausgeschlossen, muss ich sagen. Es ist tatsächlich so, dass im Schlagerbereich als Trio hat es nicht viel um, die das als Trio machen. Und wir tun uns ja das immer schon, das hat man übrigens schon vor 30 Jahren gesagt, die Flippers der Schweiz. Und da jetzt eigentlich der Olaf allein unterwegs ist für die Flippers und wir haben ab und zu auch zusammen auftreten, ist das schon ein bisschen so, dass wir die Lücken dort offenbar auch noch füllen. Weil die Leute haben natürlich gerne, wenn sie auch ein bisschen sehen, dass auf der Bühne oben etwas passiert. Also mehrere Leute da sind, die halt dann eben auch spielen. Das gefällt den Leuten und das Dritte, ja, kann man einfach so ein bisschen ins Bild machen. Ich kann mir vorstellen, das Album ist jetzt gerade rausgekommen, ziemlich neu, erfolgreich. Wir sind gespannt, wie es in den Charts dann platziert wird. Ist man schon dran am nächsten oder ist man jetzt ein neues Album, Tour? Nein, wir sind schon am neuen Album für 2018. Respektive vorher wird es dann noch ein Weihnachtsalbum geben. Und dann, der bin ich jetzt gerade streng eigentlich dran am Arbeiten. Weil sobald es dann auch möglich ist mit Schnee, was wir jetzt noch nicht gerade suchen, gibt es natürlich auch Videos, die wir werden machen, am besten im Schnee. Also es wird ein Zwischenalbum geben und dann natürlich in einem Jahr kommt das nächste aus. Aber jetzt freuen wir uns vorläufig natürlich mal auf Hawaii und Aloha.
Wir sind ja nicht zu Hawaii gewesen, Video Dreh machen, oder? Ja, das hätten wir schon noch gerne. Nein, das haben wir nicht der gemacht. Wir waren aber auf der Kanarischen Insel im Februar und haben die Aufnahmen dort gemacht. Und ich denke, es ist ganz, ganz gut gelungen. Es hat auch dort wunderschöne Strände und Palmen. Ich kann das übrigens so den Leuten auch sehr empfehlen. Es gibt das Album da hier nicht nur als CD, sondern auch als DVD. Und es sind wirklich ganz, ganz schöne Videos gelungen. So dass man Galimerus nicht nur hören, sondern eben schauen kann. Wenn man mehr Informationen will, CD oder das Büchlein will kaufen, dann kann man sich sicher über die Homepage einfach informieren. Das ist das Beste, absolut. Und dann kann man uns eine E-Mail schreiben zum Beispiel oder anrufen. Dann würden wir gerne informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Oder zum Beispiel auch, wir machen im Herbst noch eine Reise, Andalusien-Fanreise. Hat allerdings nur noch ganz wenige Plätze. Dann kann man uns anrufen und wenn etwas frei ist, würden wir gerne die Leute einschreiben oder natürlich auch eine CD zuschicken. Roli, danke vielmals, dass du wieder vorbeigekommen bist und einen ganz schönen Sommer. Danke vielmals, Werni, und danke natürlich dem ganzen Team hier und auch schönen Sommer. Und ich würde sagen, als Abschluss für alle zusammen am besten Aloha.